In ungewissen Zeiten wie diesen sehnen sich viele Menschen nach Antworten. Politische Krisen, Umweltkatastrophen und weltweite Pandemien treiben nicht gerade wenige Leute in fragwürdige Gruppierungen und Telegram ist voll von kontroversen Theorien und selbsternannten Heilsbringern. Doch einige Menschen gehen noch einen Schritt weiter und brechen mit ihrem normalen Leben, um sich voll und ganz einer religiösen Gruppe oder einer Sekte anzuschließen. Eine der wohl gefährlichsten Sekten der Welt lebt im abgelegensten Teil Sibiriens, zum Teil unter widrigsten Umständen. Die Kirche des Letzten Testaments glaubt nicht nur an den Weltuntergang und an die Existenz von Aliens. Die Mitglieder setzen auch alle Hoffnung in ihren Anführer Vissarion, der sich für den wiedergeborenen Jesus Christus hält. Doch hinter der Öko-Sekte, wie sie immer wieder in den Medien bezeichnet wurde, steckt eine gefährliche Organisation, die sogar mit mysteriösen Trauerfällen in Verbindung gebracht wird. Deswegen zeigen wir euch heute, wie krass es in der gefährlichsten Sekte der Welt zugeht. Ihr erfahrt, welche extremen Regeln die Mitglieder einhalten müssen und wer wirklich hinter dem selbsternannten Messias steckt. Es wird also sehr interessant, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von der Kirche des Letzten Testaments haltet. Wir sind gespannt. Beginnen wir nun aber mit der Frage, wer oder was die Kirche des Letzten Testaments eigentlich ist und wer dahinter steckt. Die ominöse Sekte ist eine recht neue Gemeinschaft und besteht seit etwa 30 Jahren. Weltweit sollen etwa 5000 Menschen zu dieser Sekte gehören und seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sollen sich die Mitgliederzahlen vervielfacht haben. Sie nennen sich die Einige Familie und etwa 4000 von ihnen leben an einem abgeschiedenen Ort in der sibirischen Taiga, rund 4000 Kilometer von Moskau entfernt. Dort haben sie insgesamt 40 Dörfer geschaffen, in denen sie nach den strengen Regeln ihres Anführers und Lehrers Vissarion leben. Vollkommen autark von der Außenwelt und teilweise ohne Strom, fließendes Wasser und sanitäre Anlagen. Im Sommer bei unerträglicher Hitze und Millionen von Mücken, im Winter mit klirrender Kälte und Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Unter den Anhängern sind vor allem russische Staatsbürger, aber auch Bulgaren, Skandinavier und sogar Deutsche. Vissarion, der angebliche Messias selbst, lebt mit seinen engsten Jüngern auf einem abgelegenen Hügel an einem Ort, den sie die Wohnstätte der Morgendämmerung oder auch Stadt der Sonne nennen. Bis vor wenigen Jahren lebte er dort gemeinsam mit seiner Frau und seinen 6 Kindern, doch dann erweckte eine 16-jährige Sektenanhängerin sein Interesse. Er trennte sich von seiner Frau und lebt seitdem mit seiner neuen Freundin zusammen. Auch seiner Mutter ließ er übrigens in der Stadt der Sonne ein Haus errichten und sie wurde bis zu ihrem Ableben wie die Gottesmutter Maria verehrt. Von seinem Hügel aus wendet sich Vissarion regelmäßig in Videobotschaften an seine Jünger und verkündet seine Prophezeiungen von einem nahenden Weltuntergang, bei dem nur sie verschont werden würden. Dafür müssen sie sich allerdings an strenge Regeln halten, auf die wir gleich noch näher eingehen werden. Nur zweimal im Jahr wendet er sich persönlich an seine Anhänger und kommt von seinem Hügel herab, um zu seinen Jüngern in einer Zeremonie zu sprechen. Seine Präsenz ist dennoch überall spürbar, denn in allen Dörfern hängen seine Bilder und die Menschen beten ihren neuen Heiland 5-mal am Tag an. Die Kirche des Letzten Testaments folgt außerdem vielen Facetten der russisch-orthodoxen Kirche, während sie Elemente des Buddhismus und des Taoismus vereint. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede, zum Beispiel wurde Weihnachten abgeschafft und durch ein Fest am 14. Januar, dem Geburtstag von Vissarion, ersetzt. Der größte Feiertag des Jahres ist der 18. August, der Jahrestag von Vissarions erster Predigt im Jahr 1991. Doch wer ist Vissarion überhaupt und warum wird er von seinen Anhängern so verehrt? Der angebliche Messias heißt eigentlich Sergei Antoljewitsch Torop und ist ein ehemaliger Verkehrspolizist. Kurz nachdem er mit Ende 20 seinen Job verloren hatte, war er Stammgast in einem sibirischen UFO-Club und suchte einige Zeit Kontakt zu Außerirdischen im Weltall. Später beschäftigte er sich dann mit Psychologie, bis er im Jahr 1991 ein spirituelles Erwachen erlebte und sich zum Jesus 2.0 erklärte. Damals war er gerade mal 29 Jahre alt, doch der neue Messias scharte schnell die ersten Anhänger um sich und zog mit ihnen in die sibirische Taiga fernab der Zivilisation. Von dort aus verkündete er seine Prophezeiungen von einer kommenden Apokalypse.
Damals war die Sowjetunion gerade erst untergegangen und in Russland herrschte große Unsicherheit unter der Bevölkerung. Viele verloren ihre Jobs und sie sahen keine Hoffnung mehr in ihrem gewöhnlichen Leben. Die Verheißungen des neuen Messias kamen ihnen daher gelegen und sie fanden ein wachsendes Publikum. Sergei Antoljewitsch Torop nannte sich von nun an Vissarion und registrierte die Sekte als religiöse Gemeinschaft beim Justizministerium. Schnell wanderten die ersten Familien in die Taiga aus, verkauften ihr gesamtes Eigentum und steckten ihr ganzes Geld in das gemeinsame Siedlungsprojekt. Erst noch freiwillig, doch dann stellte Vissarion die ersten Gebote auf, von denen die meisten bis heute noch gelten. Er verbot zum Beispiel den Umgang mit Geld und lehnte auch Tauschgeschäfte unter seinen Jüngern ab. Auch der Verzehr von Alkohol, Fleisch und tierischen Eiweißen wie Milch oder Eiern ist bis heute nicht erlaubt und er erklärte, dass das Schlachten eines Tieres negative Energien freisetzen würde. Außerdem verbot er seinen Jüngern das Essen von Grieß und einigen Körnern und sie durften keine pflanzlichen Öle oder Tee zu sich nehmen. Die Folge: Viele der Jünger leiden an Unterernährung, Hirnhauterkrankungen und Tuberkulose. Viele Kinder sollen außerdem an der Knochenkrankheit Rachitis gelitten haben, die unter anderem durch Mangelernährung ausgelöst werden kann. Auch für private Partnerschaften stellte er Regeln auf und er erklärte, dass eine Frau ohne einen Mann nicht vollständig sei. Daher schaffte er die Monogamie in seiner Gemeinschaft ab und erklärte, dass ein Mann so viele Frauen haben kann, wie er wolle. In der Gemeinschaft entstanden Dreiecksbeziehungen und einige Familien fielen auseinander. Doch nicht nur das. Vissarion mischte sich weiter in das Privatleben seiner Jünger ein und verbot den Kindern zunächst sogar den Schulbesuch. Stattdessen predigte er zu seinen Anhängern, dass sie nichts mehr zu lernen hätten, solange sie an ihn glauben würden. Aus dem gleichen Grund verbot er seinen Anhängern auch Arztbesuche, denn das Gebot Nummer 37 besagt, dass alle Beschwerden auf geistige Disharmonie zurückzuführen seien. Der Glaube an Vissarion und die Kirche des Letzten Testamentes würde also ausreichen, um gesund zu werden bzw. gar nicht erst krank zu werden. Dass Vissarion selbst allerdings mehrfach ins Ausland flog, um sich dort behandeln zu lassen, wurde von den eigenen Anhängern bisher nicht kritisiert. Unter Außenstehenden waren diese Lehren jedoch mehr als umstritten und Mediziner und Ärzte forderten mehrfach ein Verbot der Sekte. Vor allem, weil sie immer wieder mit schwer erkrankten oder sogar verunglückten Kindern in Verbindung gebracht wurde. Angeblich sollen die Strafverfolgungsbehörden jedoch extrem besorgt gewesen sein. Sie befürchteten nämlich, dass ein Verbot der Sekte eine Katastrophe auslösen könnte und die Mitglieder sich für ihren Messias opfern würden. Sie schritten daher nicht ein, doch Vissarion reagierte von nun an gemäßigter und nannte seine Sekte in Ökosiedlung um. Außerdem erlaubte er von nun an Arztbesuche und stimmte so die Ermittlungsbehörden milde. Heute leben die Sektenmitglieder immer noch nach den strengen Regeln ihres Anführers. Allerdings hat er mittlerweile den Schulunterricht für die Kinder der Gemeinschaft erlaubt. Statt jedoch auf staatlichen Schulunterricht zu setzen, setzt Vissarion auf seine eigenen Lehrer und Unterrichtsmaterialien. Und die sind strikt an seine Gebote und Weltvorstellung angepasst. Außerdem werden die Schüler nach Geschlecht getrennt und während die Jungs entweder in einem Kloster ausgebildet werden oder handwerkliche Berufe erlernen, wird den Mädchen beigebracht, wie sie für ihre zukünftigen Männer gute Hausfrauen sein können. Eine Arbeit oder eigenes Geld verdienen dürfen sie selbst nämlich nicht. Stattdessen müssen sie ihrem Mann folgen, den Haushalt führen und im besten Fall viele Kinder bekommen. Die Dinge, die sich außerhalb ihres Hauses abspielen, seien laut Vissarion nicht der Bereich einer Frau. Und nur wenn sie sich diesen strengen Regeln unterordnet, könne sie in der Gemeinschaft leben. Alles andere führe nur zur Disharmonie. In den letzten 2 Jahren wuchs wieder das Interesse der Strafverfolgungsbehörden. In den Medien ist von schweren Straftaten die Rede und angeblich sollen mehrere Menschen unter mysteriösen Umständen verschwunden sein. Dem mittlerweile 60-jährigen Religionsführer Vissarion wird vorgeworfen, dass er eine illegale Organisation geschaffen habe, die Geld von seinen Mitgliedern erzwingt. Außerdem ist von Finanzbetrug die Rede und im letzten Jahr griffen die Behörden schließlich durch. Über 50 Polizisten sollen mit Helikoptern auf das Gelände vorgedrungen sein und Vissarion sowie 2 seiner Jünger verhaftet haben. Die 3 Gefangenen wurden in ein Gefängnis in Nowosibirsk gebracht, wo er heute noch auf seinen Prozess wartet. Bei einer Verurteilung drohen ihm 12 Jahre Haft.
Aber die Anhänger der Kirche des Letzten Testaments glauben unterdessen noch immer an die Unschuld ihres Anführers und warten auf dessen Rückkehr. So lange wollen sie in Sibirien bleiben und sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Und das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von Vissarion und der Kirche des Letzten Testaments haltet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.